Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute hier im Urlaub, deswegen mit Urlaubsbad. Und ach, seht ihr, es haut mich fast um. So wunderschön ist die Umgebung hier im Park Sanduhr M. Und deswegen, weil ich im Urlaub bin, koche ich auch nicht. Und deswegen lasse ich mich heute bekochen bzw. begrillen. Und zwar fahre ich gleich mit meinen Kumpels nach Hofdorp zum Tony Stone Low & Slow Barbecue. Ja, da ist eine Competition, 70 Zelte, 70 Barbecue-Mannschaften. Und ich fahre hin und ich freue mich. Bis gleich, ciao. Ab ins Auto. Zwei Stunden, anderthalb waren geplant, zwei Stunden später sind wir endlich da. Ja? Hintergrund sieht man schon. Mal gucken, was es zu essen gibt. Überraschen wir mal die Jungs von Barbecue Wiesel. Da ist Thorsten Brandenburg, Top-Griller. Wollen wir mal schauen, was die so machen. Tag der Marco. Tag der Thorsten. Ja, ich bin hier bei den Barbecue Wieseln. Ja, die sind hier beim Tony Stone nicht das erste Mal, sondern ich glaube schon das dritte Mal. Das war ihr erstes Turnier, was ich glaube ich jemals mitgemacht habe, so wie ich das mitgelesen habe. Das hier ist der Thorsten. Ich komme auch rüber, Thorsten. Hallo. Thorsten, sag mal eben an. Was habt ihr gemacht? Wie ist es gelaufen? Also wir hatten heute hier vier Gänge. Ging los mit Hühnchen, dann Rippchen, Schweineschulter und Beef Brisket. Vom Gefühl her lief es sehr gut. Wir warten mal ab. Jury entscheidet, aber vom Gefühl her müssten wir eigentlich relativ gut. Super. Den Jury entscheidet, den werde ich heute nicht mehr live miterleben, weil sonst meine Frau so ist an der Ferienhütte. Aber den wird mir der Thorsten bestimmt sagen und vielleicht noch ein paar Fotos von der Siegerehrung schicken. Auf jeden Fall. Habt ihr was zu probieren? Auf jeden Fall topsaftig. Ja. So sieht das aus. In so einem Zelt ackern die Jungs stundenlang, damit wir Besucher was Leckeres zu essen kriegen und eine möglichst gute Turnierpräsentation rauskommt. Ich führe euch kurz rum. Guck mal, da wird ganz filigran gearbeitet. Die Jungs können das. Ja, wirklich. Wenn ich meinen Grill zu Hause haben möchte, ich muss mit meiner Frau noch mal reden. Der passt nicht in meinen Garten rein. Krass. Schöne ist ja, auch wenn man satt ist, man findet immer noch was, was man unbedingt probieren möchte. Das sieht ja wahnsinnig aus. Übrigens. Ich war so fixiert aufs Essen. Kameramann auch mal. Super, spitzenmäßig.
Ja, ich stehe jetzt beim Wild West Barbecue. Ihr kommt aus Nettetal und Mönchengladbach. Mönchengladbach, ich sehe die Fahne da hinten. Ist ganz gut gelaufen, die Saison für euch, ne? Ja, bin zufrieden. Ja, kann man meckern. Wie zufrieden seid ihr mit der Competition hier? Ihr wisst ja noch nichts, aber... Also das war unsere erste Teilnahme an der KCBS-Meisterschaft, von daher ist das alles noch relativ Neuland. Wir haben zwar viele Dinge probiert jetzt, aber wirklich eine Einschätzung können wir extern haben wir nicht. Aber wir sind zumindest mit dem, was wir abgeliefert haben, ganz zufrieden. Also jetzt müssen wir mal sehen, wie es so ankommt. Nicht verkackt. Nee, gar verkackt nicht. Aber wer es mag, kann das ja mal sagen. Also ich habe gestern geschafft, jetzt haben wir eine kleine Hütte in Holland, ganz normale Würste komplett schwarz runterzukriegen. Da lachen die heute noch drüber. Super Rubs, ne, zum Einreiben von Fleisch. Also wenn ihr sowas zum Kaufen seht, Don Marco, ja, ist die Marke zum Kaufen. Wir gehen jetzt noch lecker was essen, vielleicht ein Bierchen trinken zusammen und wir sehen uns nachher noch bei so einer großen Rundumtour. Wenn ich nicht erdolcht werde. Heiß? Ja. Ah, das ist ja richtig heiß. Aber lecker. Oh. Mit dem Barbecue-Vision habe ich angefangen, mit dem Barbecue-Vision höre ich auf. Ich hoffe, euch hat der kleine Rundgang mit mir und meinen Leuten gefallen. Ich kann nur sagen, super lecker, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, so ein Grillfestival, so eine Grill-Competition in eurer Nähe zu besuchen. Also 200 Kilometer Anfahrt lohnen sich auf jeden Fall. Tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Und deswegen besuchen wir heute das Tony Stone Low and Slow Barbecue Competition Center. Wollte ich gerade sagen, Center gibt es ja gar nicht. So ein Blödsinn. Mach die Kamera aus, komm essen. Oh.